Hallo meine lieben Freunde, willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute wollen wir uns damit beschäftigen. Damit ist das da gemeint. Tastköpfe in vielen Versionen, verschiedene Hersteller, verschiedene Ausführungen, mit verschiedenen Eigenschaften und unterschiedlichsten Aufgaben. Wir werden uns heute mit der Theorie und dann auch mit der praktischen Ausführung beschäftigen und mit Anwendungen, Grenzen der Anwendung der verschiedenen Tastkopftypen. Tastköpfe werden manchmal etwas vernachlässigt. Viele benutzen einfach einen Tastkopf und meinen, die Welt ist in Ordnung damit. Ist sie nicht, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Man kann dann nämlich sehr viel falsch machen und das Messergebnis manchmal sogar katastrophal verfälschen. Wozu brauche ich überhaupt einen Tastkopf? Das Einfachste wäre es doch, den Eingang eines Oszilloskops direkt mit dem Messsignal zu verbinden und dann sehe ich auf dem Bildschirm irgendeine aufgezeichnete Schwingung, irgendetwas. Ja, stimmt, man sieht da etwas. Das funktioniert auch. Unter Umständen sogar recht gut. Ich habe hier mal ein einfaches Beispiel, ein Koaxialkabel und am Ende diese berühmt-berüchtigten Clips und die kann ich nun auf ein Signal drauflegen. Ich wähle jetzt hier einfach mal den Ausgang des Calibrators da oben, wenn ich jetzt eine vernünftige Zeit einstelle und die Position hinkriege, sehe ich sogar ein Rechtecksignal, das ist das Calibrator-Signal. Damit kann man zumindest schon mal etwas darstellen. Das funktioniert durchaus, ist ganz gut im Niederfrequenzbereich. Dort wo Kabelkapazitäten und sonstige Effekte wie Anpassung oder Eingangsimpedanz keine so große Rolle spielen. Ich habe hier mit diesem Aufbau hier zum Beispiel eine Eingangsimpedanz von ungefähr 1 Megohm. Das ist der Eingangswiderstand des Oszilloskops. Hier stehen 20 Picofarad. Ich muss dann noch die Kabelkapazität dazu zählen. So ein normales Koax-Kabel hat vielleicht 100 Picofarad pro Meter irgendwas. Wird das Ding da vielleicht 50 Picofarad haben, sodass ich hier effektiv an der Spitze 70 Picofarad habe. Parallel 1 Megohm. Das ist dann für einfache Messungen, einfache Spannungsmessungen gut geeignet, hat aber gewisse Grenzen. Anstatt des soeben gezeigten Koaxialkabels mit den zwei kleinen Klemmen dran, könnten wir natürlich einfach auch einen Tastkopf verwenden. Das ist die einfachste Ausführung. Hier steht drauf mal 1, das heißt, es ist kein Spannungsteiler drin, es ist kein ohmscher Teiler eingebaut. Der überträgt das Signal von der Spitze oben, die man auch hier hat. Man sieht hier, aha, das ist der Netzbrumm. Direkt 1 zu 1 auf die Eingangsklemme. Hat auch eine DC-Kopplung, da ist auch kein Koppelkondensator drin. Das heißt, man hat hier im Prinzip ein verlängertes Koaxialkabel und vorne ist die Spitze drauf. Es gibt allerdings hier einen entscheidenden Unterschied. Das hier ist kein reines Koaxialkabel, sondern das ist eine Leitung, eine Koaxialleitung, die einen ohmschen Widerstand hat. Und der ohmsche Widerstand liegt bei ungefähr, ich habe das mal rausgesucht aus dem Internet, Größenordnung so 120, 130 Ohm pro Meter. Das heißt also, dieses Stück hier dürfte einen Gleichstromwiderstand von 120 bis 130 Ohm haben. Wir werden es gleich messen. Warum macht man das? Wenn man hier ein reines Koaxialkabel anschließen würde, hätte man das Problem, dass bei Eingangssignalen wie Rechtecksignalen hier eventuell Reflexionen auftreten können durch Fehlanpassung, sodass hier Kabelschwingungen entstehen. Bei diesem Oszilloskop mit der Bandbreite von nur 50 MHz würde das eher nicht auffallen, aber bei Skopen mit 100 MHz und mehr könnten auf diese Weise störende Reflexionen entstehen. Die dämpft man ab, indem man hier einen Widerstandsdraht verwendet im Inneren. Es ist ein Widerstandsdraht, so kann man den bezeichnen, sodass man ein Koaxialkabel hat, das innen drin einen sehr, sehr dünnen Draht hat. Ich habe das einmal aufgemacht aus Versehen, so eins, weil ich es kaputt gemacht habe. Ich dachte, ich könnte es reparieren, war nicht. Das ist ein sehr, sehr dünner Draht. Die Leitungsimpedanz, ich suche mir schnell mal die Werte raus, liegt dabei ungefähr 170 Ohm, also nicht 50 Ohm wie bei einem normalen Koaxialkabel. Es ist ein Kabel mit einem höheren Wellenwiderstand, 170 Ohm. Und die Kabelkapazität beträgt entsprechend auch nur rund 26 Picofarad pro Meter, weil der Draht eben sehr, sehr dünn ist. Ein normales Koaxialkabel, RG58 und so weiter, hat ungefähr 100 Picofarad pro Meter. Hat also eine ganz andere Dimension. Wir werden jetzt schnell mal diesen Gleichstromwiderstand ausmessen. Anstatt der Spitze, anstatt dieses Klemmhakens, verwende ich ein solches Adapter. Dann kann man die Spitze hier in einen BNC-Adapter reinstellen. Das kann ich dann auf dieses Adapter hier draufstecken. Am anderen Ende geht das sowieso ganz leicht, weil ich hier einen BNC-Anschluss habe und nur messen wir den Gleichstromwiderstand. Erst einmal vom Schirm.
dann vom Mittelleiter und dann natürlich die Isolation zwischen beiden. Um die Funktionsfähigkeit des Ohmmeters nochmal zu demonstrieren, ich mache hier einen Kurzschluss und die Anzeige ist 0,17 Ohm, das ist der Kabelwiderstand und der Übergangswiderstand. Ich messe jetzt erstmal den Widerstand des Mittelleiters gegenüber der Schirmung. Wir sehen hier unendlich, Overload. Dann messe ich Schirm gegen Schirm, Schirm am anderen Ende, von hier nach hier. Und wir sehen 0,2 Ohm. Jetzt kommt das Spannende, ich messe den Innenleiterwiderstand von hier nach hier. Das sind Kiloohm, 0,142 Kiloohm, also 142 Ohm. Und das ist keine Fehlmessung, ich habe es auch mal mit einem anderen Ohmmeter nachgemessen. Der Innenleiter dieses Tastkopfes hat einen Widerstand von 142 Ohm. Das entspricht ziemlich genau der Ansage, die ich vorhin hatte. Da habe ich gesagt 127 Ohm pro Meter. Diese Werte habe ich übrigens von dem Video, ich habe das verlinkt in der Beschreibung dieses Videos hier. Da hat ein großer amerikanischer Hersteller vor ungefähr 30 Jahren, in den 80er Jahren, können fast schon 40 Jahre her sein, ein Video gedreht. Es scheint ein internes Lehrvideo gewesen zu sein für Mitarbeiter dieses Hauses. Das ist jetzt bei YouTube eingestellt seit einigen Jahren. Es ist sehr interessant, es ist leider in Englisch. Aber ich denke, das werden die meisten verstehen. Und da wird das sehr gut nochmal erklärt. Das Video dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Wird also den Rahmen sprengen. Wie gesagt, wir haben hier bei solchen Tastköpfen einen Innenleiter mit einem Widerstand, um mögliche Schwingungen zu dämpfen. Dass dieser Tastkopf 1 zu 1 auch wirklich funktioniert, trotz dieses Widerstandes. Der Widerstand spielt keine Rolle. Beim Eingangswiderstand von einem Megohm spielen nur 100, 200 Ohm in Serie keine Rolle. Der Kalibrator hat 1,2 Volt Peak-Peak. Die Stellung hier ist 0,2 Volt pro Division, calibrated, 6 Teile. Also stimmt exakt. Ich habe das grob übrigens mal nachkalibriert. Beim letzten Mal habe ich festgestellt, dass hier ein kleiner Fehler ist. Das habe ich jetzt korrigiert. Sowas lässt man keine Ruhe, wenn ich sehe, dass irgendwas ein Gerät nicht in Ordnung ist, dann muss ich das gleich reparieren. Also wie gesagt, 1 zu 1 Tastkopf funktioniert bestens. Wir haben gesehen, dass dieser 1 zu 1 Tastkopf eine relativ hohe Eingangskapazität hat, von Größenordnung Oszilloskopkapazität, Eingangskapazität plus Kabelkapazität. Da kommt man sehr schnell mal auf 50 oder gar 100 Picofarad und die Impedanz ist auch nur 1 Megohm. Das ist gut für Niederfrequenzmessungen, aber bei höheren Frequenzen, ich spreche hier von einigen 100 kHz, wird so ein Tastkopf eher problematisch. Um das zu vermeiden, gibt es nur Tastköpfe, so einen wie den hier, der passt übrigens genau zu diesem Oszilloskop, ist der gleiche Hersteller. Der hat ein Tastverhältnis von 10 zu 1, kann man hier auch lesen. 10 zu 1, ich mache das mal etwas schärfer, dass man das Bild besser sieht. Hier steht 10 zu 1. Und hat damit eine Eingangskapazität, induktive oder Eingangsimpedanz von 10 Megohm, parallel mit nur noch 11 Picofarad. Wie kann das sein? Hier haben wir 20 Picofarad und der hat dann nur noch vorne an der Spitze 11 Picofarad. Nun, in diesem Gerät hier, hier und hier, ist ein Spannungsteiler eingebaut. Da ist ein 9 Megohm Längswiderstand drin mit ein paar Picofarad parallel. Man hat also einen ohmschen Spannungsteiler, der ist kapazitiv kompensiert. Und damit kann man die Eingangsimpedanz von 1 Megohm erhöhen auf 10 Megohm und die Eingangskapazität reduziert sich entsprechend. Die Innenschaltung kann ich euch mal kurz zeigen. Wir haben hier den Eingangsteiler hier im Kopf, also in der Spitze hier vorne, sitzt ein Widerstand R1, der hat also 9 Megohm, steht hier nicht, aber das ist so. Parallel ist ein kleiner Kondensator mit ein paar Picofarad, hier kommt dann das Kabel, das ist das, was hier aufgewickelt ist. Und in diesem Teil hier, in dieser kleinen Box, ist dann nochmal ein Kompensationsnetzwerk drin, das dient zum Frequenzabgleich, zur Kompensation. Wir werden gleich darauf kommen, was das ist. Muss man immer einstellen, das ist sehr wichtig bei so einem 10 zu 1 Teiler, sonst macht man riesen Fehlmessungen. Das wird hiermit gemacht, also in dieser kleinen Box. Die Funktionsweise so, die 9 Megohm hier sind zusammen mit dem 1 Megohm des Oszilloskops ein Spannungsteiler von 10 zu 1. Also wenn hier 10 Volt anliegen, liegt hier noch 1 Volt an. Dafür habe ich aus diesem einen Megohm hier über die 9 Megohm hier im Eingang 10 Megohm gemacht und habe dadurch, dass wir hier einen kleinen Kondensator haben, der ist mal ungefähr, oder der ist ziemlich genau ein Zehntel oder ein Neuntel,
der Kapazität des Kabels plus des Oszilloskop und somit liegen wir bei ungefähr Eingangskapazität von nur noch 11 Picofarad. Das ist ein 10 zu 1 Teiler. Der Taster hier dient nur zum Identifizieren. Man kann damit das Signal hinter dem 9 Megaohm Widerstand kurzschließen und damit am Oszilloskop sehen, welcher Tastkopf zu welchem Signal gehört. Ist ganz gut, wenn man mehrere Kanäle hat. Wir können uns diesen Tastkopf im Einsatz jetzt wieder anschauen am Oszilloskop. Ich habe ihn wieder mit dem Kalibrator verbunden. Mit dem Richtgenerator wieder 1,2 Volt, Spitze, Spitze und oh Wunder, wir sehen in der Amplitude nur noch ein Zehntel der Amplitude von vorhin, als wir 1 zu 1 hatten. Ich muss also, weil ich hier durch 10 teile, die Uplink-Einstellung, die Y-Empfindlichkeit von 0,2 Volt pro Teil auf 0,02 Volt pro Teil erhöhen. Dann habe ich wieder die gleiche Höhe wie vorhin und wir sehen, es stimmt wieder. Ich muss dann natürlich, wenn ich die Amplitude berechne, berücksichtigen, dass ich einen Teiler habe mit Faktor 10 zu 1. Ansonsten mache ich einen Messfehler, das darf ich also nie vergessen, wenn ich mit Tastkopf arbeite, dass er einen Teilerfaktor hat. Moderne Oszilloskope, insbesondere die modernen digitalen, haben die Eigenheit, dass sie diesen Tastkopf automatisch berücksichtigen und im Display dann die richtige Spannung trotzdem anzeigen, weil die erkennen, dass ein Tastkopf angeschlossen ist. Machen aber nicht alle. Muss man also aufpassen, wenn man mit so einem Gerät arbeitet. Ein solcher 10 zu 1 Tastkopf ist aber nun nicht so prima und so wunderbar, wie man vielleicht meinen möchte. Denn er hat einige unangenehme Eigenschaften, die man kennen muss. Und man sollte auf jeden Fall, bevor man mit so einem Tastkopf arbeitet, mal die Anleitung durchlesen. Es gibt zu jedem Tastkopf so kleine Heftchen dazu. Da sind ein paar Seiten drin, Datenblatt, irgendwelche Angaben. Die sollte man tunlichst mal vorher durchlesen, damit man weiß, wo eventuell Fallstricke sind. Hier hat man zum Beispiel den Input Eingangsimpedanz über der Frequenz. Nun bei niedrigen Frequenzen hat er 10 Megaohm. Aber bei höheren Frequenzen nimmt die Eingangsimpedanz stark ab, so ab 1 Megahertz, da sind wir hier, da haben wir nur noch 1 Megaohm statt 10 Megaohm, ist eine logarithmische Skalierung. Und bei 10 Megahertz, da liegen wir im Bereich von 10 Kiloohm. Man kriegt also hier mal einen Eindruck davon, wie sich das verhält. Der Widerstand ändert sich und natürlich sowieso durch die Eingangskapazität, das XP, also das war das RP hier und das XP geht auch linear runter mit zunehmender Frequenz. Also bei 10 MHz liegt man bereits im Bereich von Kiloohm. Was nicht so schön ist, also der hat keineswegs eine hohe Impedanz über den gesamten Frequenzbereich. Sodass also auch die Bandbreite, Useful Bandwidth, mit der Impedanz des oder Eingangskapazität des Oszilloskops abnimmt. Das Oszilloskop hat ungefähr 20 Picofarad, dann kann man mit 80 MHz rechnen, aber wenn das Oszilloskop eine höhere Kapazität haben sollte, dann sinkt aber auch hier die brauchbare Bandbreite. Und was noch viel, viel wichtiger ist, und da muss man höllisch aufpassen in der Anwendung, das ist die maximal zulässige Spitzenspannung eines solchen Tastkopfs. Und das sieht man hier. Ich werde das mal ein bisschen rausvergrößern noch, dass man es besser sieht. Der verträgt hier 500 Volt. Ich schaue noch mal kurz drauf. Ist irgendwo auch notiert. Kann man hier lesen. 500 Volt Maximum. Also das ist DC und überlagere AC. Die Spitze. 500 Volt ist eine ganze Menge. Aber, ganz großes Aber. Ab 5 MHz hier sinkt die zulässige Spannung ab. Und bei ungefähr 50 MHz, das ist die Grenze von diesem Oszilloskop, hat man nur noch 100 Volt, was dieser Tastkopf aushält. Woher kommt der Effekt? Nun, die eingebauten Kondensatoren haben auch die elektrischen Verluste, auch die ganze Anordnung. Die Widerstände sind auch nicht so ganz ideal. Das heißt also, man hat mit höherer Frequenz das Problem, dass man durch kapazitive Kopplung und Übersprechen einfach und durch die dielektrischen Verluste vor allem keine so hohe Spannungsfestigkeit hat. Das kennt man von anderen Kondensatoren auch, sodass man da aufpassen muss. Also wer zum Beispiel glaubt, der könnte mit so einem Tastkopf die Endstufe, eine Kurzwellenendstufe durchmessen und sagt, naja, der hält ja 500 Volt aus. Das wären ungefähr 300 Volt Spitze, das wären 250, 230 Volt effektiv an 50 Ohm, das ist ein Kilowatt. Aber ich kann mitnichten bei 30 MHz das Kilowatt noch messen, weil bei 30 MHz hält er nur noch 100 Volt aus. Ich bräuchte aber eine Spitzenspannung von über 300 Volt. Also ich muss aufpassen, wenn ich solche Tastköpfe anwende, dass man sich da nicht den Tastkopf schießt. Und wenn man den Tastkopf schießt, dann besteht die Gefahr, dass die Spannung durchknallt und dann landet sie im Oszilloskop. Dann hat man auch das Oszilloskop geschossen.
keine gute Idee. Also bitte immer erst einmal in das Datenblatt reinschauen, bevor man damit misst und nicht das Ding gleich in die Ecke pfeffern und sagen, den Käse brauche ich nicht. Den Käse braucht man eben schon, denn er kann unter Umständen, wie man so sagt, einiges an Unannehmlichkeiten ersparen, wenn man das weiß. Nun zum Thema Kompensation eines Tastkopfes. Einen 10:1 Tastkopf muss man kompensieren, vor allem dann, wenn man ihn mal an ein anderes Oszilloskop anschließt, das eine andere Eingangskapazität hat. Ich habe hier mal einen anderen Typ hingehängt. Den Original-Tastkopf kann man ein bisschen schwer kompensieren, da muss ich diese Box aufmachen, die kleine Schachtel, die man da gesehen hat. Ist mir zu umständlich. Ich nehme den hier, der hat eine offene Einstellmöglichkeit. Mit einem kleinen Schraubenzieher kommt man dran. Typischerweise werden diese Dinger mit dem Tastkopf mitgeliefert. Ich habe es an den Kalibrator angeschlossen, an den Eichgenerator, ist ein Rechtecksignal, ungefähr 1 kHz. Und man sieht schon, ich versuche mal das ja zu kompensieren oder zu dekompensieren. Wenn man also bei der Kompensation einen Fehler macht, schaut es entweder so aus, das Signal, das wäre richtig, und wenn man überkompensiert, sieht es dann so aus. Auch das ist schlecht, es muss also genau so sein, dass man exakt waagerecht ist. Ich rede jetzt hier zu viel. Ist ein bisschen eine fummelige Einstellung. So, jetzt passt es wieder. Hochfrequenz-Tastköpfe, wie wir vorhin gesehen haben, die haben mehrere Einstellmöglichkeiten. Da braucht man allerdings auch ein anderes Signal noch. Da braucht man noch ein Hochfrequenz-Signal, damit man dann hier vorne die Flanke besser auflösen kann. Das geht mit diesem einfachen Generator hier nicht mehr. Der Abgleich wird etwas komplizierter. Wichtig ist, dass man das für jede Messung oder vor jeder Messung macht, wenn man dem Oszilloskop einen neuen Tastkopf gibt. Ansonsten macht man Fehlmessungen. Man würde dann bei verschiedenen Frequenzen Messfehler haben, je nachdem, ob über- oder unterkompensiert ist, sodass man also dann unter Umständen mit der Messung daneben liegt. Also muss man den Tastkopf immer vorher kompensieren. Eins hatte ich bei dem Tastkopf vorhin noch vergessen. Der ist umschaltbar 1:1, 10:1. Das sind eigentlich die flexibelsten. Die kann man im Bereich einmal verwenden für maximale Empfindlichkeit des Oszilloskops. Da kann man die 2 mV ausnutzen. In Stellung 10:1 hat man halt eine höhere Eingangsimpedanz, aber eine etwas geringere Empfindlichkeit. Aber man kann dann damit höhere Spannungen messen, wie gehabt. Wir haben in der Einleitung gesehen, als ich diesen ganzen Berg von Tastköpfen gezeigt habe, dass es die verschiedensten Modelle gibt. Ich möchte nur einige Modelle noch erwähnen. Einen, mit dem ich sogar ab und zu mal arbeite hier. Dieser Tastkopf hat, kann man das lesen? Jetzt kann man es, glaube ich, ganz gut lesen. Zehnfache Teilung mal 10 und hat, ich gehe mal da oben rauf, das sieht man vielleicht besser, hat einen Eingangswiderstand von 500 Ohm bei zehnfacher Teilung. Das heißt, das ist ein Tastkopf insgesamt für ein 50 Ohm System. Da braucht ein Verstärker hier mit 50 Ohm Eingang, da stecke ich den drauf und dann kommt er hier mit 500 Ohm raus, macht 10:1. Da wird nichts kompensiert, weil das ist ein rein ohmscher Teiler. Der geht bis einige 100 MHz. Mit dem habe ich schon gemessen. Ich habe hinten ein großes Oszilloskop stehen, habt ihr vielleicht schon gesehen. Das Riesengeschoss da von Tektronix. Da gibt es Einschübe, die haben 50 Ohm Eingänge. Ich ziehe da schnell mal einen raus. Moment mal. Der sieht dann so aus. Tun wir da unten rein. Man kann hier lesen, Input 50 Ohm. Und auf diesen 50 Ohm Eingang kann man nun diesen Tastkopf draufstecken direkt. Und dann habe ich hier oben 500 Ohm. Dann möchte man meinen, ja, 500 Ohm ist nicht die Welt, aber 500 Ohm ohmscher Eingang ist besser, als wenn man diesen 10:1 Tastkopf nimmt, der dann eine Parallelkapazität hat, die bei einigen 100 MHz fast kurzschluss macht. Und das Oszilloskop da hinten, der große Tektronix, der geht bis 500 MHz. Und da kann man bei 500 MHz mit dem Ding durchaus noch vernünftig messen. Man muss wissen, dass es 500 Ohm sind, aber hochfrequente Schaltungen sind meistens niederohmig, sodass die 500 Ohm nicht allzu sehr stören. Andere Tastköpfe sind sogenannte Aktiv-Tastköpfe. Das ist eine FET-Probe mit einem Feldeffekt-Transistor drin. Da ist also da vorne ein Transistor drin, der macht eine reine Impedanzwandlung, der ist relativ hochohmig im Eingang. Und überträgt das Ganze dann auf ein 50 Ohm Koax-Kabel. Da kann man dann hier im Oszilloskop rausgehen. Da kann man nur noch entscheiden, ob die Termination intern ist, also hier drin gemacht, oder ob es im Oszilloskop ist, ob es extern ist oder intern.
Wenn man einen 50 Ohm Eingang verwendet, muss man die hier nicht nochmal mit 50 Ohm abschließen. Das sind Active Bulbs. Nachteil ist, die brauchen eine Versorgungsspannung. Darum ist hier noch so ein spezieller Stecker dran. Der ist natürlich wieder typisch für den Hersteller, damit man das Ding bloß nicht beim anderen Gerät verwenden kann. Es wäre nicht zulässig, dass man das Gerät, diesen Tastkopf woanders anschließt. Das wollen die Hersteller nicht. Okay, man könnte das Ding hier abzwicken, aber sei es drum, ich will nur zeigen, es gibt Aktiv-Tastköpfe, die dann sehr breitbandig sind und die dann auch im Hochfrequenzbereich noch eine relativ hohe Eingangsimpedanz haben, also jenseits der 500 Ohm dessen, was vorhin dieser einfache passive Tastkopf hatte. Hier haben wir einen Hochspannungstastkopf, der geht bis 15 kV und macht 1000:1. Ich habe also hier irgendwo eine Massegemme, die muss ich auflegen. Damit kann ich dann dort da oben bis ungefähr 15.000 Volt messen, 15 kV, also DC plus AC. Das geht zum Oszilloskop. Ich muss hier noch einstellen, ob 1 oder 10 Megohm. Also ein Oszilloskop hat 1 Megohm. Da steht hier 1 Megohm. Wenn ich an einen Multimeter rangehe mit 10 Megohm Eingang, dann muss ich diese Stellung hier machen, damit das Multimeter richtig abgeschlossen wird, weil sonst habe ich einen Messfehler. Funktioniert recht gut. Nachteil ist von diesem Oschi, der hat nur ein paar 100 kHz Bandbreite. Also irgendwann geht er in die Knie. Ich weiß es nicht. Das Datenblatt müsste ich rauskramen. Ich habe es hier nicht griffbereit. Ein anderer Tastkopf wäre der hier. Das ist auch ein Hochspannungstastkopf, ist ein bisschen kleiner. Der hat allerdings auch nur 100:1. Ich weiß es nicht. Geht allerdings bis 300 MHz, sagt der Hersteller. Na, das wollen wir jetzt mal nicht glauben. Der hält 5 kV aus. Also etwas kleinere Spannung macht 100:1, dafür ist er etwas breitbandiger. Ist auch eine interessante Lösung, wenn man mal in irgendwelchen Schaltnetzteilen drum messen möchte. Weil so ein 10:1 Tastkopf ist doch sehr schnell überlastet. Gerade wenn Spannungsspitzen drauf sind, dann kann es passieren, dass der durchknallt und dann hat man die Bescherung. Ein Tastkopf der ganz anderen Art ist so etwas. Das ist eine Strommesszange. Man kann also hier den Leiter umfassen wie mit einer normalen Zange, kein Problem. Hier ist also die Richtung Plus. Current Probe, der macht eine Ausgangsspannung hier von 100 mV pro Ampere. Kann man sich anschließen, da kann man Strom damit messen. Braucht allerdings eine Batterie. Der geht von DC weg bis, jetzt weiß ich nicht, irgendwo müsste es stehen, Bandbreite. Steht es hier wieder mal nicht drauf. Wieder mal typisch, das Wichtigste steht nicht drauf, ist es auch egal. Der geht aber von DC weg, von 0 weg, weil er hier eine Hall-Sonde drin hat. Also einen Hall-Effekt nutzt der aus und nicht nur einen reinen Übertrager, weil den Übertrager hätte er eine untere Grenzfrequenz. Damit kann man auch manchmal ganz schön arbeiten. Gibt es die verschiedensten Versionen für die verschiedensten Frequenzbereiche. Manche sind auch nur passiv, weil sie nur eine Windung haben oder zwei Windungen, aber ohne Verstärkung. Der hat einen kleinen Verstärker drin, hat einen Zero-Adjust, kann man oder muss man 0 einstellen, aber wie gesagt, braucht eine Batterie. Und hier, last but not least, einen vielleicht schon etwas antiquierten Tastkopf, einen Demodulator-Tastkopf. Der stammt noch aus Zeiten, als die Oszilloskope noch nicht so breitbandig waren. Da ist im Prinzip ein Diodengleichrichter drin. Kleine Germaniumdiode mit dem Koppelkondensator und da kommt hinten dann eine Gleichspannung raus. Die ist in etwa proportional zur HF-Spannung da vorne. Ich kenne jetzt die Charakteristik nicht genau. Ich müsste da auch wieder im Datenblatt nachschauen, was der hat. Den verwende ich praktisch nicht mehr, weil ich inzwischen sehr breitbandige Oszilloskope habe, dann braucht man sowas nicht mehr. Hat man früher gebraucht, also die ersten Oszilloskope rauskamen, die vielleicht eine Bandbreite von 1-2 MHz hatten. Dann hat man sowas hergenommen, um im HF-Schaltungen rumzumessen. Im Prinzip ist es eine Art Amplitudendemodulator, AM-Demodulator. Man könnte damit dann auch in der Modulation zum Beispiel sichtbar machen und solche Sachen. Und damit sind wir am Ende dieses kleinen Videos über Tastköpfe. Ich konnte beileibe nicht alles erzählen, ich konnte die Themen nur anreißen. Wichtig ist für euch zu merken, Tastköpfe je nach Übersetzungsverhältnis 1:1, 10:1 haben unterschiedliche Empfindlichkeiten und unterschiedliche Bandbreiten, Spannungsfestigkeiten. Auf jeden Fall muss man, bevor man Tastköpfe einsetzt, auch das Handbuch dazu lesen. Read the manual, kann ich dann nur sagen. Tastköpfe sind etwas Empfindliches, sie sind keineswegs so robust, wie man glaubt. Man muss mit Verstand einsetzen. Wie gesagt, bei höheren Frequenzen im Megahertz-Bereich können sich die Daten sehr, sehr schnell ändern. Und dann muss man überlegen, mit welchem Tastkopf man was messen kann. Und man kann sicherlich nicht alles messen. Da kommt man irgendwo an Grenzen dieser Technik, wo man dann sagen muss, es geht nicht. Ich habe auch schon manchmal Schaltungen gehabt, da habe ich den Tastkopf nur in die Nähe gebracht. Habe da vorne quasi eine kleine Antenne aufgesteckt
Und dann Klemmerhaken, ein kleines Stück Draht hingemacht von ein paar Zentimeter isolierten Draht und habe den in die HF-Stufe reingehalten. Da kann ich dann zwar keine absolute Messung machen, aber ich kann eine relative Messung machen und ich sehe auch ganz gut, was in diesem Verstärker los ist, ob da irgendwelche Schwingungen auftreten und so weiter. Ist vielleicht das Einfachste, dass man das quasi aus der Ferne macht durch kapazitive Kopplung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Bleibt gesund und wir sehen uns auf diesem Kanal.